Die Rolle, die im Karneval im Fokus steht, ist der Narr. Schon bei Shakespeare durfte der Hofnarr einfach alles sagen. So einen hatten wir im Karneval der 1960er Jahre hier auf den Kölner Bühnen auch. Immer wenn der aufgetreten ist, dann gab es so richtig Theater. Also heute würde man das vielleicht Shitstorm nennen. Aber das Schöne an der Schauspielerei ist ja, dass man solche Figuren wieder aufleben lassen kann. Begrüßen Sie mit mir hier auf der Bühne das Enfant terrible des Kölschen Fastelehr, Horst Müß. So ein bisschen Applaus wäre schön. Ich meine, ich bin seit 50 Jahren nicht mehr da gewesen. Ist doch meine Güte. Liebe Jeckeninnen, wem fällt so eine Scheiße ein, ehrlich? Das ist 60 Jahre bin ich nicht mehr da und dann kommt dann irgend so ein... keine Ahnung, grün-linker, frankophile Käselutscher-Typ und meint, innen sagen zu müssen. Das ist wirklich, es Müß, mein Name, falls Sie Fragen haben. Meine Güte, noch die ersten Reihen, dieselben wie vor 60 Jahren, das ist schon... Und alle hoffen Sie darauf, dass Sie eine Kamera erwischt, oder? Ja. Machen Sie doch ein. Heute macht man Selfies. Heute macht man Selfies. Gott, wünsche ich mir die Masken zurück. Das ist wirklich... Ja, ich bin halt anders. Was will man machen? Darf man denn auch singen heutzutage? Weiß ich auch nicht mehr. Das ist alles so anders irgendwie. Das ist sowas wie Blutwurst, Kölsch und lecker... Ehrlich, jetzt darf man nicht mehr. Das, zu meiner Zeit hat man noch gesungen. Prima, 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 Prümchen. Prima, prima, prima. In dem Lied geht's auch nicht um Pflaumen, ehrlich. Es ist aber, ist alles anders. Es ist alles, ich dachte erst so 60 Jahre wäre aber das. Ich glaube, heute muss einfach alles sein. Aber demnächst tanzen die Funken ihren Namen irgendwie. Das Dreigestirn kommt aus einer Familie, wer weiß. Das. Dann. Das. Keine Ahnung. Schön. Aber alte Freunde von mir sind noch da. Ludwig, oh, dich zu sehen. Weißt du noch, wie wir früher. Gott, haben wir gekegelt. Ja, aber sensationell, die Medizin scheint zu funktionieren. Die Medizin läuft super. Ich habe eben die Blackfish gesehen. Nach 50 Jahren, die sehen immer noch jung aus und das wirklich, das alles. Ist denn die Obermünn da? Ich kenne sie noch nicht. Reka? Reka? Ist eine Frau, oder? Ich muss in den Köln nicht da fragen. Also ganz ehrlich. So. Ach, alles Spaß. Was freuen wir uns gleich auf Ihre Ansprache auf Kölsch. Ja. Irgendeiner hat mir erzählt, sie hat jetzt medial gesagt, Köln muss sich entscheiden, ob wir eine Metropole sind oder eine Stadt. Ja, Metropole stimmt schon. Wir haben viele Gäste, Amerika, Japan, China, Kerpen. Das ist wirklich wahr. Aber Frau Reka, die kommen nicht mit dem Fahrrad, glauben Sie mir. Die kommen einfach nicht mit dem Fahrrad. Ach,
Ja, es ist wirklich schön, so lange Zeit keine Bühne und dann direkt dieses Schlesier-Treffen. Das ist echt ein Traum. Aber Frau Reker, ich kenne Sie noch nicht. Ich lerne Sie bald ja kennen. Ja, ich will Ihnen sagen, wissen Sie, Köln ist so scheiß auf Metropole, wenn das Herz auf der Strecke bleibt, wissen Sie. Das ist der Punkt. Ach, ist alles Spaß. Mein Name ist Müs. Schreiben Sie mir eine E-Mail, ehrlich. Horstmüs@melaten.de. Das ist dieses Naherholungszentrum, was wir an dem Fahrradweg Aachener Straße haben, falls Sie noch Fragen haben. Ach, ganz ehrlich, aber egal. Aber was machen wir denn dieses Wochenende noch? Gehen wir in die Oper? Ach, ich hätte den Bauauftrag definitiv dem Polier aus Troisdorf gegeben, ehrlich. Ganz ehrlich, es wäre fertig und nachher auch billiger. Was? Mein Gott, was für Zeiten. Aber vielleicht singt dann demnächst noch Köln. Köln sagt Dankeschön. Viel zu lange, Frau Reker. Ich meine nur die Bauphase. Ach ja, aber was soll's, wissen Sie? Es ist doch alles Spaß. Ich darf Ihnen nur eins sagen zum Schluss. Aus meiner Zeit, ich bin leider schon 1970 von euch gegangen. Ich hatte was mit dem Magen, es war nicht so gut. Ich habe den Kölschen Jung gesungen. Ich habe tatsächlich sogar einen Besuch im Zoo mitgeschrieben. Ich war Musiker, ich war beim Eilemann-Trio. Wissen Sie, was Ihnen allen fehlt? Köpfe. Es fehlen Ihnen Köpfe. Auch im Karneval ganz wichtig, Menschen, die ihre Meinung sagen und diese auch haben. Das ist so wichtig. Es ist. Und ich gebe Ihnen. Das habe ich total vergessen. Was ist eigentlich mit dem FC? Das Sülz 07, die gehen jetzt auch zum Lachen in den Keller, ne? Den hat keiner verstanden. Nee, aber zu den Köpfen im Kölner Karneval. Ich habe Vertrauen. Ich habe Vertrauen in den Kölner Karneval. Ich habe da jetzt so drei Typen kennengelernt. Die waren echt das Herrengedeck. Schon mal gehört? Nicht schlecht. Das könnte was werden. Aber ich gehe jetzt wieder zurück nach Melaten. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Aber ich glaube, ich gehe noch was essen. Köln kann man gut essen. Das ist so. Untertaschenmacher, sensationell. Ein echter Kölscher Italiener, der Mustafa, der ist wirklich. Aber tatsächlich, sie fehlen mir alle. Da kann man nichts dran ändern. Irgendwann ist man nicht mehr da. Schade ist, dass die anderen nicht mitkommen. Nein, ich meine das ernst. Kommen Sie doch alle mit. Ich glaube, da oben oder da unten kriegen wir viel Freude. Und ich glaube, das Kölner Herz tut allen gut und vielen gut. Behalten Sie das. Der Kölner Karneval, es spielt tatsächlich keine Rolle, ob Sie daran glauben. Aber der Kölner Karneval glaubt an Sie. Und das ist das Wichtige. Mein Name ist J.P. Weber und ich freue mich, ein Teil von Ihnen zu sein. Ajuja zusammen. Meine Damen und Herren, Sie haben ihn sicherlich auch schon vorher erkannt, in der Rolle des Horst Müs, jemand, der die kölsche Seele des Fasteleers verkörpert. Der Mann, der den Kölner Karneval lebt wie kein anderer. Dank an Jörg
Paul Weber. Rufen wir aus, von ganzem Herzen. Dreimal von Herzen, Krelle. Dipi Weber. Jötzenich. Herzlichen Dank. Macht's gut, aber ich lieb. Tschüss.